Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Blauzahn. Diesmal zur späten Stunde unter der Laterne sitze ich. Und wenn man keine Möglichkeit hat, so wie wir, mit zwei Elektroautos daheim zu laden, dann kann es doch schon mal knapp werden. Wir hatten bisher immer noch Glück und es hat immer perfekt funktioniert noch. Kritisch kann es trotzdem werden, wenn viele Ladesäulen belegt sind. Und aber meine Frage, ob man nicht tatsächlich auch an einer Fahrraddose laden kann, Pedelec-Ladestation. Das habe ich im Frühjahr zum Lockdown schon mal ausprobiert. Da war leider die Fahrraddose defekt. Ich habe dann mit der Stadt gemailt, die haben sich darum gekümmert, dass es repariert wird. Und das ist jetzt passiert. Und jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an, ob das Ganze funktionieren kann und was man beachten muss. So, da stehe ich schön an der Bürgermeister-Ladesäule und daneben sind die Fahrraddosen. Hier drehe ich jetzt erstmal den Ladestrom im Ioniq runter. Man kann das auch am Ladeziegel und so hat man 9 Möglichkeiten, den Strom zu reduzieren, letztlich auf 600 Watt. So, erstmal probiere ich von hier aus, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Mit einem normalen Verlängerungskabel schließe ich den Ladeziegel an und die Ladesäule zum Freischalten, da benötigt man Wireless LAN. Die sendet nämlich ein Signal aus, da verbindet man sich, gelangt dort auf die Homepage von der Ladesäule und kann die Schokodose freischalten. Die öffnet dann auch erst ihre Schlitze, wenn man das freigeschaltet hat. Und für ein Fahrradladegerät kann man noch die Fächer benutzen, da kann man das reinlegen, damit es nicht geklaut wird. Da ist eine Durchführung für das Kabel und dann kann man da laden. Und sobald Strom abgenommen wird, zählt die Zeit dann. Sobald man den Strom wieder rauszieht oder manuell stoppt, ist kein Strom mehr auf der Dose. Hier sieht man, laden tut es schon mal. Ich habe jetzt runter geregelt auf 6 Ampere, glaube ich. 10 Ampere ist maximal von dem Ladeziegel. Und jetzt stelle ich mal hoch auf die 10 Ampere, also 2,2, 2,3 Kilowatt. Und es funktioniert sogar noch. Das Ganze überprüfen wir jetzt mal mit Torque Pro. Hier ist auch die Ladezeit ein bisschen zurückgegangen. Torque Pro ist mein Diagnoseprogramm für den Ioniq. Und ich blende es gerade mal ein. Ja, 2,1, 2,2, 2,3. Das schwankt immer so ein bisschen. Zieht er gerade aus der Schokodose. So, wenn man es reduziert, dann sieht man auch wieder, dass die Ladeleistung runtergeht, nämlich hier jetzt in dem Fall auf, ja, kommt gleich 1,5, 1,4. Hier das Ganze nochmal auf Minimum, haben wir 800 Watt, 700 Watt und man kann es über den Ladeziegel noch wesentlich niedriger kriegen. So, das Ganze wieder hochgedreht, dann geht es auch schön wieder hoch, 2,1. Man kann hier parken am Wochenende, blockiert nichts. Wenn hier jetzt die Ladesäule belegt wäre, könnte man da einfach mal nachts stehen, ganz legal. Könnte hier anschließen, hat 4 Anschlüsse, 4 Schokosteckdosen. Wenn man hier den Strom jetzt zieht, dann würde kein neuer Strom mehr kommen, dann wäre die Dose deaktiviert bis zur nächsten Session. Ja, und hier steht man ganz legal über Nacht, das tut keinem weh, und dann könnte man so den Ioniq laden oder den e-tron notfalls, einfach indem man die Nacht da den Wagen stehen lässt. Also es funktioniert.